Seit mehr als einem Jahrzehnt bestimmt Recep Tayyip Erdogan die türkische Politik. Bei der Präsidentenwahl dürfte der amtierende Ministerpräsident nun mit deutlicher Mehrheit ins höchste Amt des Staates gewählt werden, als erster direkt vom Volk gewählter Präsident. Viele Türken schätzen Erdogans Politik. Schauen Sie mal 10 Jahre zurück. Seitdem hat sich vieles geändert. Zum Beispiel bei Verkehr, Gesundheit und Bildung. Früher hatten wir Inflation und Schuldenprobleme, heute nicht mehr. Bei der Arbeit kann ich jetzt mein Kopftuch tragen. Früher ging das nicht. Vor allem religiös-konservative Türken stehen hinter Erdogan und seiner Partei AKP, unter anderem wegen der guten Wirtschaftsentwicklung. Viele Gegner finden sich in der säkularen Mittelschicht. Sie fürchten, dass Erdogan im modernen türkischen Staat die öffentliche Rolle des Islams stärken will. Im Frühling 2013 bricht sich der Unmut der Erdogan-Gegner in Istanbul Bahn. Die Bebauungspläne für den Gezi-Park sorgen für Proteste. Doch auch Massendemonstrationen, ein Korruptionsskandal und Erdogans harter Kurs gegen soziale Medien können der Beliebtheit des Politikers nichts anhaben. Die Gesellschaft war vorher schon in zwei Teile geteilt. Die Gezi-Proteste betrafen nur die eine Hälfte, nicht die andere. Erdogan war sehr erfolgreich darin, die eine Hälfte auch isoliert zu lassen. 3 Parlamentswahlen hat Erdogan schon gewonnen und jedes Mal seine Widersacher hinter sich gelassen. Nach seinem erwarteten Sieg bei der Präsidentenwahl könnte der bisherige Ministerpräsident die Verfassung in seinem Sinne umschreiben lassen. Damit könnte sich Erdogan politische Handlungsfreiheit sichern, um die Türkei quasi im Alleingang zu führen.